Ich kandidiere für den Deutschen Bundestag, weil unsere Demokratie Menschen braucht, die nicht auf den Zuschauerrängen sitzen und Haltungsnoten verteilen, sondern die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und dies ist das Entscheidende. Und ich würde gerne meine Arbeit, die ich seit 10 Jahren als Abgeordneter im verteidigungspolitischen Bereich mache, weiterführen.